Und alles, was ich machen muss, ist diese Kinect über USB anschließen, dieses SDK installieren von Microsoft, das Kinect SDK, das man kostenlos herunterladen kann. Und dann habe ich hier schon mal so eine Klasse angelegt, weil, wie gesagt, nur eine halbe Stunde Zeit ist. Aber würde es jetzt einfach hier mal kurz durchgehen. Wir haben diesen Kinect-Sensor hier oben. Den lege ich einfach nur an. Die anderen Sachen zeige ich gleich. Und dann habe ich hier eigentlich zwei Hauptmethoden. Ich initialisiere das einmal und dann hier unten tue ich das Ganze dann noch zeichnen. Und das Ganze basiert jetzt hier, ist so ein Update-Zyklus, wo 60 Mal in die Sekunde wird dieses Draw aufgerufen und das Initialize am Anfang wird ein einziges Mal aufgerufen. Und was ich jetzt nur machen muss, ist hier in diesem Initialize überprüfe ich, ob Sensoren angeschlossen sind und wenn ja, dann nehme ich mir jetzt einfach den nullten, den an der Stelle 0, also die erste Kinect und starte diese erste Kinect und mehr ist es nicht. Ich tue die hier unten dann starten und kann dann noch einen Angle eingeben. Wenn ich hier jetzt 20 Grad eingebe, dann sehen wir gleich, ich mache oben das aus, dass sonst nichts passiert. Hier habe ich nur meine zusätzliche Funktionalität, die ich jetzt noch abgestellt habe. Und wenn ich das jetzt starte, dann mal aufs Gerät achten. Genau, jetzt ist das nach oben gefahren. Das heißt, hier ist noch ein Motor drin, der es mir erlaubt, dass diese Kinect sozusagen den Benutzern folgt. Und ich habe es jetzt auf 20 Grad eingestellt. Hier ist auch noch so ein Gyroskop drin. Das heißt, diese 20 Grad tun sich immer am Horizont ausrichten. Das heißt, wenn es irgendwo anders so montiert ist, dann wären 20 Grad, würde sich dann nach oben so stellen. Ist hilfreich, weil man 1 bis 4 Meter Abstand haben muss von diesem Gerät. Und je nachdem, wo man sie jetzt und ob man sie unterm oder oberhalb vom Fernseher stehen hat, muss sie sich dann ausrichten, sodass immer die gesamte Person zu sehen ist. Und wie man sieht, sieht man jetzt noch nichts, weil wir noch nichts angemacht haben. Das heißt, wir haben jetzt einfach nur die Kinect gestartet und haben sonst bis jetzt noch nichts gemacht. Und jetzt wird es eigentlich interessant. Jetzt kann ich sagen, ich stelle die mal wieder auf 0 Grad zurück beim nächsten Mal. Sonst sehen wir nur Decke. Jetzt wird es interessant. Und jetzt würde ich sagen, ich würde jetzt einfach mal Schritt für Schritt diese verschiedenen Ebenen anschalten, dass man mal sieht, was mir da schon mitgeliefert wird. Das heißt, ich mache diesen VGA-Stream an. Und VGA-Stream ist jetzt bei mir eine eigene Klasse, die ich mir geschrieben habe. Und wir gehen mal kurz rein. Das Einzige, was hier jetzt gemacht wird, ist, ich greife auf diesen Kinect-Sensor zu und dieser Color-Stream entspricht diesem VGA-Stream. Den enable ich, sage ihm noch, was für eine Auflösung ich haben will, wie viel FPS. Und dann melde ich mich da einfach an bei dem Kinect-Sensor und ich registriere mich für dieses Event hier. Image Frame Ready Event. Das heißt, sobald jetzt die Kinect ein neues Image fertig hat, ein neues Bild, werde ich benachrichtigt und ich tue das dann hier in dieser Methode verarbeiten. Hier in diesem Kinect Sensor Color Frame Ready. Diese Funktionalität, die hier drin ist, bedeutet einfach nur, dass ich dieses, die Daten werden mir geliefert in einem Array und ich übertrage mir die nachher nur in eine Textur, die hier unten entsteht und speichere mir diese Textur. Und alles, was ich jetzt in Draw dann mache, was 60 Mal die Sekunde aufgerufen wird, ist, dass ich, wenn da eine Textur vorhanden ist, dann zeichne ich die mir einfach nur auf meinen Bildschirm und mehr ist es an der Stelle jetzt nicht. Und wenn ich das jetzt anmache, dann müsste die jetzt wieder auf 0 Grad zurückgehen. Genau, und sie zeigt mir jetzt unser Bild, was jetzt aber wirklich nur dem normalen VGA-Bild entspricht, was jetzt jede handelsübliche Webcam auch noch hinbekommt. Genau, das wäre diese erste Schicht und interessant wird es jetzt eigentlich in den nächsten Schichten.
ist wieder beendet. Und denn die nächste Schicht wäre jetzt diese Depth-Schicht. Das heißt, diese Tiefeninformation, die ich mir jetzt anstatt dem VGA ausgeben lasse. Und ich habe die jetzt mal ein bisschen eingefärbt, dass man sieht, dass was passiert. Hier ist wieder genau das Gleiche. Ich enable einfach diesen Stream, auch wieder 640x480 und registriere mich für dieses Event. Und das Interessante passiert jetzt hier unten wieder in dieser Methode. Da öffne ich dieses, hole ich mir wieder dieses Image Frame da raus, was jetzt diese Tiefeninformation entspricht und speichere mir das wieder ab, damit ich es nachher als Textur wieder darstellen kann. Ja. Das ist hier unten dann wieder genau eigentlich die gleiche Methode. Und hier färbe ich das Ganze nur noch ein, damit ich jetzt so verschiedene Tiefenschichten habe. Ich glaube, am einfachsten ist, wenn ich das einfach zeige, wie das Ganze aussieht, dass man eine Vorstellung davon bekommt. Und jetzt habe ich einfach anstatt dem VGA-Stream, habe ich jetzt hier eine Tiefeninformation. Das heißt, das ist jetzt hier keine Beleuchtung, sondern das sind jetzt hier wirklich Tiefeninformationen. Ich kann mich mal da vorstellen. Genau. Und jetzt sieht man schon, das flimmert. Aber das sind jetzt wirklich für Pixel, bekomme ich jetzt eine Tiefeninformation. Und je nachdem, wie nah oder weit ich jetzt weggehe, desto heller oder dunkler wird das Bild. Das heißt, ich bekomme hier in Echtzeit für jedes Pixel bekomme ich dann eine Tiefeninformation. Jetzt bin ich sehr nah dran. Und wenn ich zu nah dann dran gehe, dann wird es schwarz, weil das die Kinect dann nicht mehr erkennen kann. Ich brauche diesen gewissen Mindestabstand. Genau. Und das, wie man sieht, ist es auch noch komplett flüssig. Und ja, es geht bis ungefähr eine Tiefe von 4 Metern, erkennt er die Szenerie. Genau. Und das wäre jetzt diese zweite Schicht gewesen. Und mit der habe ich aber auch noch nicht gearbeitet in meiner Bachelorarbeit, denn in dieser zweiten Schicht sieht man, muss man auch noch viel selber implementieren und interpretieren, damit man aus diesen Datenströmen jetzt interessante Sachen gewinnen kann. Ist aber gut zu wissen, wenn man auf diesen Skeletons zum Beispiel dann, einem die Informationen nicht ausreichen, dann kann man immer wieder diese eine Schicht hochgehen. Man bekommt noch viel mehr Informationen, die man auch noch benutzen kann, zum Beispiel für eine Gesichtserkennung oder ja, wenn man Leute vermessen will, dann kann man auch diese Tiefeninformationen benutzen, um da vielleicht noch zusätzliche Daten rausziehen zu können. Was ich jetzt machen würde, wäre diese Skeletons mal aktivieren. Dazu, die tue ich einfach über dieses VGA-Bild drüberlegen. Und Skeletons funktioniert eigentlich wieder genau gleich. Das ist das Tolle auch an dem Framework. Ist wirklich gut dokumentiert. Und man bekommt auch die ganzen Informationen im Internet ohne Probleme. Ich enable mir wieder diesen Skeleton-Stream und tue mir einfach ein Array anlegen mit allen Skeletons. Und interessant ist, dass die Kinect bis zu 6 Leute erkennen kann in dem Bild. Und 2 davon mit diesen Joints. Und ich kann mir aussuchen, welche von diesen 6 Personen ich gern so detailliert dargestellt haben will. Und das kann ich dann machen, indem ich mir die einfach in so ein Array reinlege und dann der Kinect sage, welche ich jetzt genauer untersucht haben will auf diese 20 Joints. Ich habe hier wieder mein Event, für das ich mich registriere. Und das zu behandeln ist jetzt ganz einfach. Ich hole mir hier einfach nur die Skeletons aus dem Frame heraus und schreibe die in dieses, kopiere mir die in dieses Array rein. Und hier ist es jetzt interessanter, in diese Draw-Methode reinzugehen. Denn ich will jetzt hier diese Linien zwischen den Joints noch darstellen, damit ich so eine Art Skelett bekomme. Und dafür muss ich jetzt mir die einzelnen Joints herausholen und verbinde dann hier zum Beispiel, ich
zeichne mir einen Knochen zwischen Head und Shoulder Center und das mache ich jetzt für alle relevanten Joints, deswegen sieht es hier ein bisschen länger aus. Und zusätzlich tue ich mir unten jetzt noch die Joints selber, also die Gelenke an sich, tue ich mir hier von der Kinect auch in von 3D in 2D übersetzen lassen. Das passiert hier hinten in dem Coordinate Mapper. Da bekomme ich diese 3D-Position, wird mir in diese 2D übersetzt. Und was ich dann mache, ist einfach hier unten, ich tue mir diese Position dann noch ein bisschen verschieben, dass es mittig ist und lasse mir es anzeigen. Ja. Und wenn ich das jetzt starte, habe ich wieder mein normales VGA-Bild. Und man sieht schon, er hat die erste Person schon erkannt. Und interessant jetzt ist auch hier, es wackelt ziemlich. Ich tue es mal so hin. Und was dieser Algorithmus jetzt macht, er probiert auch noch zu interpretieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier die hinter meinen Rücken tue, probiert er diese Position dieser Joints zu schätzen. Und ich kann mir auch für jeden Joint, kann ich mir diese Eigenschaft zurückgeben lassen. Ich kann ihn fragen, rätst du gerade die Position oder weißt du wirklich, ob die Hand jetzt an der Position ist? Und diese Information kann man dann natürlich auch noch benutzen, denn wie man jetzt sieht, es funktioniert nicht immer einwandfrei. Aber so grob wie jetzt sieht man, dass es eigentlich ohne Verzögerung funktioniert. Schwierig wird es halt nur, wenn er dann irgendwie anfängt, ja, die Position zu erraten. Und ich sehe gerade, genau, ich habe noch, ja, ich gucke mal, ob er sonst noch irgendjemand, nee. Das Problem ist, für den Anfang muss die Person eigentlich erstmal davor stehen, damit er erkennt, dass das jetzt eine Person ist. Jetzt will er nicht mehr. Genau, es ist der Abstand wahrscheinlich ein bisschen groß. Und was ich jetzt noch kurz machen würde, ist vielleicht, ich habe noch kurz 5 Minuten Zeit, dann würde ich hier doch noch kurz zeigen, wie einfach das wirklich ist, mit diesen Positionen zu arbeiten. Hier unten, wie gesagt, lasse ich mir die Position für jeden Joint, also für jedes Gelenk, hole ich mir jetzt hier raus. Ich lasse mich hier übersetzen in 2D und tue jetzt einfach an diese 2D-Person mit noch ein bisschen 2D-Position mit ein bisschen Offset male ich mir hier gerade die Textur dort hin in Destination Rectangle, wo ich einfach die Position und die Größe angebe. Das heißt, ich lasse mir gerade einen Punkt an die Position XY zeichnen mit der Größe 2020. Und was ich jetzt vorschlagen würde, ist, dass ich doch jetzt einfach noch kurz mir den Kopf ersetze durch was anderes. Das heißt, hier bin ich in der Schleife drin für alle Joints und ich kann jetzt einfach sagen, wenn jetzt der Kopf kommt, dann zeichne mir doch was anderes hin. Das heißt, wenn der Joint Type hier Kopf ist, Joint Type Head, dann zeichnest du mir was anderes als bei den restlichen Gelenken. Genau. Und weil ich jetzt faul bin, tue ich mir das jetzt einfach da schnell rein copy-pasten. Und jetzt ersetze ich das Ganze doch mal und lasse mir hier den Chuck als Kopf darstellen. Der ist leider ein bisschen größer. Das heißt, ich muss hier noch die Größe anpassen. Den mache ich mal 150 Pixel groß und verschiebe den noch ein bisschen. Ich habe es vorher mal ausprobiert, ich gebe es zu, dass wir jetzt hier nicht ewig rumprobieren müssen, bis das passt. So, genau. Und was ich jetzt mache, ist einfach, wenn es der Kopf ist, dann zeichnest du mir doch jetzt hier mal einen Chuck-Kopf hin. Und wenn es keiner ist, dann machst du es so wie bisher. Das heißt, ich kann mir wirklich für die einzelnen Joints mir über den Typ, kann ich jederzeit erfahren, um welchen Joint es sich handelt und kann das dann interpretieren. Und wenn mir jetzt davor geht, jetzt hatte ich über den anderen erkannt, genau,
Jetzt habe ich dieses Wackeldackel und habe mir jetzt einfach meinen Kopf ersetzt durch diverse Personen. Und wie man daran sieht, ist es wirklich total simpel, jetzt diese Informationen, die ich da bekomme, jetzt zu interpretieren, zu benutzen. Und genauso funktioniert das Ganze jetzt auch mit Gestenerkennung, was natürlich aufwendiger ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen will, ich will eine Wischgeste haben, dann muss ich einfach nur über die Zeit gehen und sagen, wenn ich jetzt über eine gewisse Zeit mein Joint eine gewisse Distanz zurücklegt, dann interpretiere mir das als Wischgeste und löse eine Aktion aus. Und das ist einfach nur ein Vektor, ein 3D-Vektor, das heißt mit X, Y und Z. Und was der Programmierer dann damit macht, hat eigentlich nichts mehr mit der Bewegungssteuerung an sich zu tun, sondern ist ganz normales, ja, ist ganz normales Informatiker-Handwerk. Genau. Und das wäre es jetzt zu diesen drei Schichten. Wie gesagt, es lässt sich da einfach viel Quatsch mit anstellen. Ist wirklich simpel. Also ich habe den Code, der jetzt hier ist, den habe ich heute Vormittag kurz vorbereitet. Wenn man ein bisschen Erfahrung mit hat, dauert es wirklich nicht lang. Kann jeder kostenlos beziehen, dieses SDK. Man braucht halt eine Kinect, die um den 100 € kostet. Aber wenn man das hat, ist das Ganze kein Problem. Und jetzt zum Abschluss würde ich noch gern kurz zwei Neuentwicklungen zeigen. Ich habe jetzt nur Bilder dazu. Aber das Tolle ist, wir bekommen jetzt auch im IF-Lab hier, zumindest ein Gerät haben wir mal bestellt. Und das nennt sich Motion Leap. Das ist eigentlich von der Technik her so ähnlich wie die Kinect. Stellt man sich einfach unter den Monitor, kann man auch frei programmieren, genauso wie die Kinect. Und das funktioniert auch bis auf 0,01 Millimeter genau und erkennt die Hand und die einzelnen Finger. Und dadurch kann ich jetzt meinen gesamten Computer wie mit einem Touchscreen steuern, bloß dass ich mir halt meinen Touchscreen nicht verschmiere, sondern ich mit so einem gewissen Abstand meinen Computer bedienen kann. Und das kommt jetzt im Mai raus und kann man dann genauso einfach für entwickeln. Und auch Microsoft hat weiterentwickelt und das ist jetzt die gleiche Technik hier für die Kinect. Gibt es jetzt in einer neuen Version des SDK 1.7 und da ist jetzt zum Beispiel ein 3D-Scanner integriert, ein Echtzeit-3D-Scanner. Technik, die ich habe mal ein Praktikum gemacht bei so einer Firma, die 3D-Scanner herstellt. Sie haben Tausende von Euro gekostet und jetzt ist das Ganze mit dieser Kinect möglich für 100 € und die, wie man sieht, tut mir alle Gegenstände in 3D Objekte übersetzen, die ich dann exportieren kann und die ich dann in einem beliebigen 3D-Tool weiterverwenden kann. Und das ist einfach zusätzliche Funktionalität, die Microsoft mir jetzt zur Verfügung stellt. Und auch die Handerkennung ist inzwischen möglich. Mit dem neuen SDK kann ich mich jetzt auch vor meinen Beamer stellen und durch so eine Zwick-Geste könnte ich zum Beispiel jetzt durchscrollen durch meinen Webbrowser für Präsentationen. Ja. Und auch eine Kinect 2.0 ist jetzt wahrscheinlich, kommt mit einer neuen Xbox. Das heißt, die Technik da, was man sieht, was von 2003 mit dieser ersten EyeToy bis 2013 passiert ist, was in 10 Jahren passiert ist. Und wenn das so weitergeht, denke ich, dass es extrem spannend bleibt. Und das Tolle hier ist halt wirklich, dass die Technik zwar immer komplexer wird, aber es für uns Informatiker eigentlich immer einfacher gemacht wird, dafür zu entwickeln. Und ich hoffe, ich konnte es jetzt ein bisschen rüberbringen in meinem Vortrag. Die halbe Stunde wäre jetzt rum. Und ich danke jedenfalls fürs Zuhören und ich würde jetzt einfach übergehen dann in den zweiten Teil, wo man mich jetzt gern mit Fragen bombardieren darf oder wir auch gerne nochmals ausprobieren können. Vielen Dank.